vorstellen. Mein Name ist Andreas Herrelig. Ich bin Geschäftsführer von Sport Selection, Agentur für Sport- und Gesundheitsmarketing und Co-Initiator dieser Initiative. Ein anderer Co-Initiator ist der Magister Harald Janisch. Er ist seines Zeichens Fachgruppenobmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien. Das sind ein bisschen ein kryptischer Ausdruck, Personenberatung, Personenbetreuung. Was birgt sich dahinter? Das sind die Ernährungswissenschaftler, die Sportwissenschaftler und die psychologischen Berater. Und auch unter dem Sammelnamen Lebens- und Sozialberater zusammengefasst. Und die unterstützen uns alle gemeinsam mit Sportlegenden und unseren Botschafterinnen, sie und ihre Kolleginnen, den Fokus zu halten, motivieren täglich etc. etc. Und der Harald Janisch, der Harris, wird dann noch im Laufe dieses Beitrags heute, dieser kurzen Präsentation, noch zugeschaltet werden, wird eine kurze Grußbotschaft senden. So. Was erwartet Sie heute? Was ist die Firma Challenge Österreich? Gehe ich in aller Kürze darauf ein, was ja die Basis ist. Dann haben wir zwei Botschafterinnen heute hier, die ein bisschen Ihnen nahegeben, was Ihre Kolleginnen und Kollegen beim 50-Tage-Gesundheitsimpuls unter anderem erwarten können. Dann uns ganz wichtig, worauf basiert die Firmen-Challenge Österreich, damit Sie das auch besser einordnen können, diese empirische und wirtschaftlich validierte Basis der Firmen-Challenge. Dann, was haben wir Neues 2022? Uns gibt es seit 2019 und wir entwickeln uns auch immer mit dem Feedback der Teilnehmerinnen weiter. Und dann gibt es Zeit, und das ist ja wohl das Wichtigste, Zeit für Ihre persönlichen Fragen. Und deswegen husche ich rasch durch das Programm durch. Warum gibt es die Firmen-Challenge? Weniger als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung erfüllt die Bewegungsempfehlung der WHO nicht. Und die WHO definiert nur 150 Bewegungsminuten, 2,5 Stunden die Woche mit Bewegung beziehungsweise moderaten Sport als Minimalziel für Erwachsene, als Minimalziel, wie gesagt, und nicht einmal das schaffen zwei Drittel der Österreicherinnen. Und dann haben wir ein System entwickelt, damit eben das besser funktioniert. Nämlich, worum geht's? Unsere Mission ist, Bewegung und Sport nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Wir sensibilisieren dabei nicht nur für Bewegung, sondern auch für gesunde Ernährung und für die mentale Fitness und heuer neu auch für die Umwelt. Wieso, weshalb, wie das zusammenspielt mit der Umwelt, das erkläre ich Ihnen nachher. Und was uns ganz wichtig auch ist, ist diese Unbegrenzbarkeit. Wir Erwachsene sind Vorbilder für die Kinder und da schaut es, was die Gesundheitszahlen betrifft, ja auch nicht rosig aus und tendenziell wird das auch immer schlechter. Deshalb, wir Erwachsenen sollten uns zusammenreißen und dann sind wir gute Vorbilder für die Kinder. Was ist die Firma Challenge Österreich? 50 Tage lang mit den Kolleginnen und Kollegen im Team Bewegungsminuten sammeln. Ja, das heißt, keine Kilometer und was oder Höhenmeter oder was auch immer, Bewegungsminuten. Da zählt die Gartenarbeit oder die herausfordernde Hausarbeit genauso dazu wie Laufen, Fußballspiel, Tennis, Bauchbeinpo, Spinnen etc. etc. Es ist uns wichtig, dass auch der Nicht-Sportliche mit dem Sportlichen im Unternehmen mithalten kann und gleichermaßen an Erfolg, an den Bewegungsminuten sammeln, teilhaben kann im Team. Dazu gibt es tägliche Motivation über die MoveEffect-App. Dazu kommen wir später auch noch einmal. Da ist auch der Geschäftsführer von MoveEffect heute an Bord und kann Fragen beantworten. Es gibt täglich unser Online-Fitnessstudio, unser Kursprogramm, Keynotes und Workshops von Sportlegenden und von Expertinnen zu Food, Move, Mind und auch Umwelt. Und das Ganze haben wir in einen heilsamen Wettbewerb gegossen. In 5 Kategorien. Die EPUs dürfen sich untereinander challengen, von 2 bis 9 Mitarbeiter, 10 bis 49 Mitarbeiter, dann die Unternehmen von 50 bis 249 Mitarbeiterinnen und dann die Unternehmen in einem Topf ab 250 Mitarbeiterinnen. Ja, was sind die Benefits?
die vorhandenen Gesundheitsangebote im Unternehmen, die BGF-Maßnahmen, sonstige Initiativen werden wieder verstärkt genutzt. Das haben wir auch empirisch. Gruppendynamische Effekte gibt es natürlich, wenn man im Team etwas macht. Das kennen Sie alle. Die Identifikation mit der Firma steigt. Employer Branding, War of Talents, alles so Themen, die Sie gut kennen, wo wir positive Effekte damit erzielen. Wirtschaftliche Impulse gibt es natürlich für die Gesundheitsberufe dann. Und was uns auch ganz wichtig ist, ESG, der Umweltschutz durch CO2-Reduktion, dass das Konzept der Firma Challenge grundsätzlich schon inhärent hat, aber darüber hinaus, dass es rauskriegt, tragen wir noch aktiv zusätzlich noch einen Beitrag dazu bei und dazu aber nochmal später. Jetzt habe ich zwei unserer Botschafterinnen da und ich fange mit Markus Scherner an. Markus, bist du da? Yes, Andreas, ich bin hier. Ich hoffe, Servus, Markus. Markus, du bist Trainer. Ich habe kurz Sport Selection vorgestellt. Wir haben unter anderem über 75 Sportlegenden und Speaker im Bereich Sport und Gesundheit, die wir im Programm haben und die Wirtschaft vermitteln. Du bist einer unserer Sportlegenden und Speaker, Bestseller-Autor und hast schon unter anderem vor 2 Jahren, glaube ich, sehr, sehr intensiv teilgenommen und den Mitarbeitern und Teilnehmern und Teilnehmern der Firmen-Challenge damals schon dein Know-how weitergegeben. Ja? Die Firmen-Challenge ist ja ein 50-Tage-Bewegungsimpuls. Welche Tipps hast du für eine gewünschte Verhaltensänderung, die auch Spaß macht? Also zunächst mal sollten wir versuchen zu verstehen, dass Veränderung nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Das ist ja immer so auch so ein gesellschaftliches Thema. Wir wollen alles sofort anders haben und das funktioniert halt nicht, weil letztlich wir Gewohnheiten brechen müssen. Und deswegen ist ja auch die Dauer bei euch von 50 Tagen wunderbar gewählt, weil wir brauchen circa 3 Wochen, um uns an neue Gewohnheiten zu gewöhnen, die wir dann auch wirklich als Routine in unseren Alltag integrieren können. Und es geht sich so vom Fokus, du hast gerade den Spaß angesprochen. Für jemanden, nehmen wir jetzt mal so das extreme Beispiel, für jemanden, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat und der von jetzt auf gleich anfängt, sportlich aktiv zu sein. Und sei es nur, dass du jeden Tag 1 oder 2 Kilometer laufen gehst oder walken gehst, ist völlig egal. Der wird aus seiner standardisierten Routine rausgebrochen. Und das wird dem erstmal gar nicht so viel Spaß machen. Warum? Weil unser Gehirn Sicherheit haben möchte. Und Gewohnheiten, die wir seit vielen, vielen, vielen Jahren machen, geben uns unbewusst Sicherheit. Von daher ist das gar nicht so einfach, direkt wirklich mit Spaß und mit Leidenschaft an so neue Sachen ranzugehen. Was wir aber haben dürfen, wir dürfen Spaß an der Veränderung haben. Wir dürfen uns darauf freuen, dass eine Veränderung immer was Positives ist, dass wir unsere selbstgemachte Komfortzone verlassen, dass wir besser werden, dass wir fitter werden, dass wir selber uns die Möglichkeit geben, uns auf ein nächsthöheres Level zu stellen, indem wir einfach für eine gewisse Zeit etwas Neues machen. Und das ist eigentlich das, wo der Spaß im Vordergrund stehen sollte. Und der Spaß an dem, was du machst, also ob es jetzt Walken ist, ob es Fitnessstudio ist, ob es Tennis ist, ist egal. Das wird ein bisschen später kommen, bis unser Gehirn mal verstanden hat, okay, da ist was Neues und das wird jetzt Alltag. Also wir müssen erstmal so ein bisschen diese Wand durchbrechen, bevor wir wirklich auch Spaß an der Tätigkeit haben können, weil unser Gehirn spielt uns halt Streiche, weil alles, was Neues ist, erstmal schlecht. Ja, weil unser Kopf möchte nichts Neues. Und da müssen wir erstmal durchgehen und dann kann Spaß eigentlich erst entstehen. Und du bist ehemaliger Spitzensportler im Tennis, hast dir auch in deiner Jugend ganz, ganz viel erreicht. Das sind sehr viele Erkenntnisse, die du dann sozusagen umgesetzt hast, auch in deinen Büchern. Dein neues Buch, dein aktuelles, heißt Ignore the Rules, warum wir es wieder wagen müssen, Regeln zu brechen. Hat das auch mit den Gewohnheiten zu tun? Ja, absolut. Also es geht sich tatsächlich in dem Buch gar nicht darum, gesellschaftliche Regeln oder sogar Gesetze zu brechen, überhaupt nicht. Es geht sich um Lebensregeln. Wir dürfen verstehen, dass alle Gewohnheiten, die wir haben, also wann du morgens aufstehst, ob du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit fährst, ob du mit dem Fahrstuhl fährst, ob du die Treppe nimmst, das sind alles Gewohnheiten.
Und Gewohnheiten sind nichts anderes als Lebensregeln, nach denen wir meinen, bestmöglich unser Leben leben zu können. Und wir haben gute Gewohnheiten und wir haben schlechte Gewohnheiten. Und die große Herausforderung ist einfach zu erkennen, welche Gewohnheiten, die ich in meinem Alltag habe, sind wirklich gut für mich, welche bringen mich weiter und welche limitieren mich oder welche sind vielleicht sogar schlecht für mich. Und mit denen muss ich brechen. Die muss ich wirklich durch neue Dinge ersetzen. Also genau das, was ich eben auch gesagt habe, jemand, der noch nie Sport gemacht hat, der an der körperlichen Fitness arbeiten möchte, der vielleicht auch nicht so belastbar ist, der muss erstmal erkennen, dass die Gewohnheiten, die man hat, nicht förderlich für die eigene Gesundheit ist. Und dann kannst du hingehen und sagen, okay, ich breche jetzt mit meiner eigenen Lebensregel, nämlich, dass ich mich so wenig wie möglich bewege, hin zu Bewegung und Aktivität. Und jeder von uns hat zahlreiche Lebensregeln, die uns limitieren. Die hast du, Andreas, die habe ich. Das ist ein Stück weit normal. Wir dürfen nur hin und wieder mal hinterfragen, was ist wirklich gut für mich und was ist nicht gut für mich. Und wenn ich erkenne, dass was nicht gut ist, dann break the rule und mach was Neues. Vielen, vielen Dank. Du wirst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch dem einen oder anderen Tipp zur Rate stehen in den 50 Tagen. Vielen Dank, dass du hier alle so toll unterstützt. Und ich darf auch dazu sagen, dass die Botschafterinnen ehrenamtlich tätig sind, eben um diesen Impact zu schaffen, dass hier etwas weitergeht in der Gesundheitsprävention, in der Gesundheit in Österreich. Das gilt für Deutschland, wo du her bist, eigentlich auch. Aber ich darf auch dazu sagen, Speaker wie du, die sind buchbar, auch für Firmen etc., wo du ja viele Vorträge auch in Österreich hältst. Vielen, vielen Dank jetzt einmal. Und wenn es da noch Fragen gibt, bist du ja dann noch da. Und wenn nicht, wir schreiben alle Fragen auf und wir beantworten alle Fragen. Vielen, vielen Dank, Markus. Sehr gerne. Jetzt darf ich den PA Straubinger bitten, kurz einmal Hallo zu sagen. Er ist nämlich auch einer unserer Botschafter der Firmen-Challenge Österreich. PA, bist du da? Ja, hallo, ich bin da. PA, du bist ja ein Ernährungspapst, ist jetzt hoffentlich meiner Meinung nach nicht zu viel gesagt. Und du hast viele in der Weihsaften vor allem eben. Das ist mein großes Thema. Genau, und da habe ich auch eine Frage. Welche Tipps hast du für eine Ernährung, die fit macht, aber nachhaltig ist, aber gleichzeitig Spaß macht? Ja, also wenn es um gesunde Ernährung geht, dann gibt es so drei große Schrauben, an denen wir drehen können. Das ist das Was, das ist das Wann und das ist das Wie. Und über das Was gibt es ja wahnsinnig viel Literatur. Da gibt es unglaublich viele Ernährungsexperten, die drüber reden. Das ist eben auch sehr komplex und sehr individuell. Also in unseren Büchern haben wir deswegen ja auch die Stoffwechseltypen drinnen, weil sozusagen brauche ich mehr Eiweiß, brauche ich mehr Kohlenhydrate. Das ist sehr individuell. Es gibt trotzdem aber auch einige Regeln, die sozusagen für alle Menschen gleich gelten. Und das ist zum Beispiel Giftstoffe weglassen, die uns nichts bringen. Also da sind wir dann auch schon bei dieser Frage, wie funktioniert es leicht? Und diese über 350 Lebensmittelzusatzstoffe, die in der EU zugelassen sind, die bringen vor allem der Ernährungsmittelindustrie was. Also dass die Produkte halt besser ausschauen, leichter verkäuflich sind, länger haltbar sind. Die bringen aber mir weder Genuss noch Gesundheit. Also ein Konservierungsmittel ist dazu da, dass das Produkt länger hält, dass Mikroorganismen abgetötet werden, aber es tötet auch die Mikroorganismen in meinem Körper ab. Und darum ist eben zum Beispiel in unserem Buch Die Jungbrunnenküche einer der großen Appelle, Kontrolle über die eigene Ernährung zu übernehmen. Also selbst zu kochen, weil dann weiß ich, was drinnen ist, oder zumindest wirklich genau drauf schauen, was drinnen ist. Also diese ganzen Phosphate, Konservierungsmittel oder so, die bezeichnet man schon als Gerontotoxine, als Alterungsgifte, weil die unsere Zellgesundheit so angreifen. Und darüber hinaus gibt es ein paar so allgemeine Regeln. Wir haben alle zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe, also mehr Obst und Gemüse, zu wenig Omega-3-Fettsäuren und wir essen im Regelfall zu viel Einfachzucker, also zu viel weißen Zucker. Das ist natürlich etwas, was uns Lust verschafft, was Dopamin erzeugt. Und ich möchte da nicht sagen, man darf das überhaupt nicht machen. Es geht halt dann eben auch darum, und da sind wir bei der zweiten Schraube, das Wann. Also bei Zucker zum Beispiel und Produkte, die einen hohen glykämischen Index haben, je später ich die am Tag esse, desto mehr Schaden richten sie an, weil die Insulinreaktionen immer schlechter werden. Und
da sind wir jetzt bei meinem ganz großen Thema, dem Intervallfasten. Wenn ich eben 16:8 oder 18:6 mache und ich habe dann diese Fastenphasen, in denen die Autophagie hochgefahren wird, in denen die Sirtuine aktiviert werden, wo der Blutzuckerspiegel endlich sinken darf. Wenn ich das täglich mir erlaube, dann kann ich mir in den Essensphasen auch gewisse Ernährungssünden eher leisten. Also manche kennen vielleicht diesen Mäuseversuch. Also man hat zwei Gruppen von Mäusen, die haben exakt das Gleiche zu essen bekommen, isokalorisch, die gleiche Art der Nahrung. Die einen eben haben ein Fastenfenster von 8 Stunden gehabt, die anderen haben genau die gleiche Nahrung über den ganzen Tag verteilt gegessen. Die einen Mäuse sind eben dick geworden, die das die ganze Zeit gegessen haben, haben eine Vorstufe von Diabetes entwickelt, die anderen nicht. Und das sagt uns genau das, wenn ich eben Intervallfasten betreibe, kann ich mir gewisse Ernährungssünden auch eher leisten. Und da kommen wir jetzt dann zum dritten, das Wie. Ich meine, so Klassiker halt, viel Kauen und so weiter. Aber da sind wir dann eben auch bei den Mentaltechniken. Also wenn ich eben zum Beispiel die Fastenphase als Verzicht empfinde, dann wird mir das nicht lange gelingen. Es geht darum eben, und da sind wir beim Happy Habit Change, wie funktioniert das leicht? Wie bereitet mir das Vergnügen? Wie macht es mir Freude? Weil dann kann es ihm dauerhaft funktionieren. Ja, und da wirst du uns Gott sei Dank auch wieder den einen oder anderen Tipp geben, den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch du bist einer der Bestseller-Autoren, die wir hier mit dabei haben, und bist aber auch in der Lebensmittelindustrie verhaftet mit deinem eigenen Produkt. Gut, das ist ein bisschen zu hoch gestochen. Ja, genau, Lebensmittelindustrie. Na, ich habe eben aus meiner eigenen Erfahrung einen Tee kreiert, der mir eben das Fasten leichter macht. Also es gibt eben, wie gesagt, so zwei wichtige Säulen, wenn es darum geht, wie funktioniert es leicht. Die mentalen Aspekte und andererseits dann eben auch die Fastengetränke sozusagen. Also Tees haben ja den großen Vorteil, dass die sekundären Pflanzenstoffe rausgelöst werden, weil die sind auch meistens, halten die auch hohe Temperaturen aus, und es hat keine Kalorien. Also ich nehme die reine Gesundheit zu mir, und die sekundären Pflanzenstoffe, die sind gut für die Zellgesundheit, aktivieren die Sirtuine, also wirken verjüngend, sogar die Telomerase, wie der Ashwagandha zum Beispiel, und sie wirken auf die Gehirnchemie. Und das ist dann eben das wirklich Tolle, weil wenn man eben die richtigen Kräuter kombiniert, also in meinem Tee zum Beispiel habe ich drinnen Ashwagandha, Süßholz, grüner Kaffee, aktiviert das Dopamin, den Belohnungsbotenstoff, den ich halt sonst über den Zucker kriege, senkt auch das Cortisol, das Stresshormon. Wir essen ja auch, es heißt ja auch Frustfressen, also wir essen ja auch oft, weil wir Stress haben. Dann das Sättigungshormon, das Leptin, wird erhöht. Und so ist es einfach ein kleines Helferlein, das mir dann hilft, wenn der Schweinehund angreift. Gleichzeitig, und darum sage ich ja immer, die mentalen Aspekte sind so wichtig, also der Perspektivwechsel, also dass ich, wenn ich etwas Gesundes mache, das nicht als Verzicht empfinde, sondern als Fülle. Also wenn ich beim Intervallfasten die Fastenphasen, das ist absolut möglich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kann tatsächlich Freude bereiten. Es kann Energie geben, es kann Genuss geben, eben auch in Verbindung mit dem Tee. Was in dem Zusammenhang aber auch wichtig ist, ist die Meditation. Also in unseren Jungbrunnenbüchern verbinden wir das Fasten ja auch immer mit der Meditation, weil der Haupteffekt der Meditation ist, dass ich Kontrolle über meine eigenen Gedanken und Emotionen erreiche. Und suchthaftes Essverhalten ist sozusagen immer Kontrollverlust. Ich habe zwar das subjektive Gefühl, ich habe die Kontrolle, weil ich irgendwas mache, was mir Glück schenkt, aber es ist dann eben, wenn suchthaftes Essverhalten ist, etwas, was mich schädigt, und es ist tatsächlich ein Kontrollverlust. Und dabei habe ich dieses Glück aber ständig in mir. Also das kann ich jederzeit abrufen, und das macht die Meditation. Also man sagt eben calm and clear on demand. Das ist ein Zustand, den ich jederzeit abrufen kann, muss ich aber auch trainieren. Und für dir weiß ich, dass du über 20 Jahre
dein Ritual täglich in der Früh zu meditieren kein einziges Mal unterbrochen hast. So ist es auch am Abend. Also ich meditiere jetzt seit über 20 Jahren zweimal täglich, und weil es mir einfach so gut tut. Aber auch natürlich, weil ich ein Fan von gesunden Routinen bin. Also einer der großen Tricks für Happy Habit Change sind gesunde Routinen. Weil Routinen haben den enormen Vorteil, dass ich keine Willenskraft anwenden muss. Also vom Mark Zuckerberg ist ja zum Beispiel bekannt, dass er jeden Tag das gleiche Gewand anzieht, weil er sich ein bisschen Willenskraft erspart durch diese Routine. Und das zieht sich durchs ganze Leben in Wirklichkeit. Wenn ich eine Routine habe, dann kann der Schweinehund nicht angreifen. Und man weiß auch, wenn ich eine Routine einmal unterbreche, dann steigt, glaube ich, die Chance, dass ich sie fortsetze, sinkt sie um 20%. Bei zweimal sind wir dann schon bei über 50% und dann hören wir schnell auf. Und deswegen sind die Routinen auch so wichtig, dass ich die beibehalte, weil es mir ermöglichen, diesen Happy Habit Change in meinem Leben zu integrieren. Und mir tut es ihm wirklich gut. Also ich würde es nicht so regelmäßig machen, wenn ich nicht einen Effekt sehen würde. Aber man trainiert eben diesen Achtsamkeitsmuskel, wie es so schön heißt, der mir dann eben erlaubt, Gedanken und Emotionen, die mir nicht hilfreich sind, einfach wegzuschicken, weil Gedanken und Emotionen können nur existieren, wenn ich ihnen Aufmerksamkeit schenke. Yes. Und diese Kraft, die Aufmerksamkeit wegzulenken, das ist dieser Achtsamkeitsmuskel, und den trainiere ich beim Meditieren. Und da kannst du uns auch noch wertvolle Tipps und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geben. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich will ein bisschen auf die Zeit schauen, wir sind schon ein bisschen drüber, und sag vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, und ich darf fortfahren in der Präsentation, denn viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind heute auch dabei, um herauszufinden, ist das was für mich? Und da fehlen noch ein paar Informationen. Ganz kurz noch weitere Botschafterinnen: Julia Nohl, einer unserer US Open-Sieger im Tennis, Clemens Doppler, Armin Assinger, Kira Grünberg, der Magister Haris Janisch, den ich vorher schon vorgestellt habe, den hole ich später nochmal an Bord, Professor Dr. Hans-Peter Hutter, Andi Onea, Liz Görgel, der Hannes Tanzer, der selbst einmal in einem halben Jahr 40 Kilo abgenommen hat und sich komplett einen neuen Lebensstil zugelegt hat und den seit Jahren hält, der Roland Königshofer, etc., etc. Worauf basiert die Firmen-Challenge Österreich? Und Sie sehen schon, ich werde schneller in der Rhetorik, denn ich will Ihnen in aller Kürze, time is money, für Sie sagen, worauf die Firmen-Challenge basiert und was Sie zu erwarten haben. 55% der Mitarbeiterinnen wünschen sich mehr Angebote zu Food, Move, Mind, zu Ernährung, Bewegung, mentale Fitness. Das haben wir 2019 in einer repräsentativen Studie mit Market Agent erhoben. Knapp 62% haben überhaupt keinen Zugang zu Betriebssportangeboten und 70% sind bereit, Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Freizeit zu verlängern bzw. dort zu nutzen. Auch ein sehr guter Befund, damit nicht zu viel in der Arbeitszeit sozusagen an den BGF-Maßnahmen verloren geht. Und für 64% ist die Gruppendynamik ein wichtiger Erfolgsfaktor, und darauf, auf diese Gruppendynamik basiert ja auch unser Firmen-Challenge-Konzept. Warum 50 Tage? Der Markus Tscherner hat schon ganz kurz angesprochen. 50 Tage ist das nicht zufällig gewählt. Auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich diesen neuen Habitus, wenn ich 50 Tage lang einen Habitus entwickle, meinen Fokus auf etwas Neues lenke, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit sehr gering. Und auch ein positiver empirischer Wert: 85% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen ihren Fokus bewusst auf Gesundheit und Wohlbefinden. Das heißt, dass sie wirklich das nutzen für einen Happy Change, wie wir jetzt gehört haben. Und das haben wir über 2 Jahre jetzt in der Nachbefragung, hat sich dieser hohe Wert gehalten. Da sind wir sehr froh darüber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Impuls nachhaltig wirkt. Natürlich müssen dann auch Partner onboarden, wie die Lebensberaterinnen, wie Betriebssport etc. etc., Vereine,
wo man einen neuen Habitus auch weiter beibehalten kann. Und das Niederschwelligste ist, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Der Markus Cian hat es angesprochen, Stufen nutzen, nicht mit dem Aufzug fahren, mit dem Fahrrad in die Firma fahren und zurück, etc. etc. Ja, das basiert auf einer Studie und wir haben viele weitere Studien gemacht, Resilienz und Resilienz und Lebensrollmanagement, das ist ein ganz wichtiges Thema, dazu komme ich heute auch noch. Die Weltmeisterstudie, da haben wir 31 haben eine qualitative Marktforschung gemacht, was ist so die Erfolgsformel und was ist die Erfolgsformel, Krisen zu überwinden, stellen wir kostenlos zur Verfügung und viele weitere. Und eine, die wir auch demnächst im Rahmen der Firmen-Challenge releasen werden, das ist der Familie und Bewegung, Lebensrollenmanagement, Vorbildwirkung etc. etc. Auch eine repräsentative Studie, die wir gemeinsam mit marketagent.com gemacht haben, die Ihnen auch dabei helfen soll, Ihre BGF-Maßnahmen zu dementsprechend zu sortieren und oder vielleicht nachhaltiger gestalten zu können. Hier stellen wir Studien gerne zur Verfügung. Ganz kurz zusammengefasst, was sind die Benefits? Viele Live-Vorträge, Live-Q&As, Podcasts, Videos, Q&As von Sportlegenden und Expertinnen, vermehrte Nutzung bestehender BGF-Maßnahmen, habe ich heute schon angesprochen, ist eines der positiven Nebeneffekte. Kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten, inklusive Gütesiegel und Zertifikat der WGO, das ist auch ein Punkt heute noch. Wir fördern den Umweltschutz, wir pflanzen aktiv auch Bäume, reduzieren den Footprint, dazu auch noch ganz kurz später ein bisschen detaillierter. Das Ganze, was wir hier machen, ist 100% digital und ortsunabhängig, auch wenn im Homeoffice oder nicht, Sales-Mitarbeiter sind viel auswärts. Auch hier kann man das wunderbar alles mit der Firmen-Challenge vereinen. 60% der Teilnahmegebühren übernimmt die Wirtschaftskammer, auch ein ganz ein toller Benefit, wobei ich sagen darf, die Teilnahmegebühren sind abhängig von der Unternehmensgröße und ohnehin sehr niederschwellig. Uns geht es nämlich darum, wirklich einen Impact zu leisten und zu schaffen, gemeinsam mit allen unseren Partnern und mit den Teilnahmegebühren finanzieren wir dieses aufwendige Programm. Was wir noch machen, wir prämieren die ersten, zweiten, dritten in den 5 Kategorien, die ich Ihnen schon vorgestellt habe. Und es gibt auch noch für jedes Unternehmen ein 100-Euro Sportbudget von Eversports. Dazu auch noch ein bisschen später. Auch hier haben wir den Eversports CEO heute live noch ganz kurz dabei. Wir stellen Ihnen auch einen Download-Bereich zur Verfügung, wenn Sie sich entschließen, hier dabei zu sein, haben Sie bei uns auf der Webseite die Möglichkeit, im Download-Bereich einfach vorgefertigte Plakate und Textvorlagen zu verwenden für die interne Kommunikation, für die interne Aktivierung an Ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen. Wie findet sozusagen der Onboarding-Prozess statt, beziehungsweise wenn Sie sich dazu entschließen, dabei zu sein als Firma? Sie wählen auf www.firmenchallengeösterreich.at/Anmeldung, wählen Sie das Paket, das Sie wollen, aus. Wir haben hier ein Light, ein Classic und ein Premium-Paket. Was ist der Unterschied? Das Light-Paket ist, wenn Sie sagen, ja, wir wollen eigentlich nur Bewegungsminuten sammeln, wir brauchen diese ganzen Vorträge, Q&As nicht. Wunderbar, auch hier tun Sie schon etwas sehr Positives und tragen sozusagen am Impact bei. Das ist das Light-Paket, auch unterschiedlich je Unternehmensgröße. Dann das Classic-Paket, das sind die gesamten Q&As, die Vorträge etc. alle inkludiert. Und da haben Sie dann noch die Möglichkeit, einzelne Zusatzpakete dazu zu buchen, die dann auch ausgewiesen sind auf unserer Webseite, sowie interne Teamaktivierung, Teambuildings etc. etc. Und im Premium-Paket ist alles inklusive. Ja, Sie wählen also das Paket aus. Dann gibt es den Zahlungsprozess, dann halten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der ist dann
zu unserem Technikpartner, zur Tracking-App Move Effect, ein Link dabei, wo Sie dann Ihren Firmenaccount anmelden können und dann haben, dort wählen Sie noch Ihr Passwort und dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen die Möglichkeit, sich unter einem eigenen Link, der Ihnen dann zugesendet wird, sich anzumelden. Sie gehen dann auf die Webseite unter diesen Link und wählen Ihre Firma aus und melden sich an. So einfach ist das und ist in ein paar Minuten erledigt. Ja, Move Effect habe ich schon angesprochen und hier sollte jetzt unser Partner in der Person des Geschäftsführers von Move Effect, der Roman Heinzel, an Bord sein und da ist er schon. Servus Roman. Hallo zusammen. Roman, erzähl uns über deine App. Was kann die, was macht die? Los geht's. Genau, ich halte es kurz, sozusagen, um die wichtigsten Sachen zu sagen. Im Endeffekt geht es wirklich um das Abwicklung des kompletten betrieblichen Gesundheitsmanagements und wenn es konkret natürlich bei der Firmen-Challenge darum, die ganze Challenge abzuwickeln von der technischen Seite her, sowohl die App bereitzustellen, als auch das Tracking-Möglichkeiten, die ganzen technischen Hintergrund von den ganzen Angeboten, die sonst noch bereitstellen. Dafür sind wir sozusagen zuständig. Das heißt, man kann auch mit Tracking-Movables arbeiten, Garmin Polar, Runtastic, was auch immer. Damit kann man mit Move Effect einfach linken. Da haben wir auch auf unserer Webseite dann die Screenshots oder die Vorgehensweise, wie man das macht. Dauert auch alles weniger als eine Minute. Und dann kann man auch mit seinen Trackern, wenn man eine Polaruhr hat oder was auch immer, die Bewegungsminuten automatisch erfassen. Genau. Also da geht wirklich sehr viel möglich. Und es gibt dann auch noch so viele Zusatzsachen, wie eben die ganzen Live-Angebote, die dazukommen. Es gibt Aufgaben, die man füllen soll, so Mini-Challenges, die dazukommen. Genau. Ja, so sieht das dann aus. Uns ist ganz wichtig, also wenn man die Move Effect App aufmacht, sieht man gleich den Gesundheitsparameter. Wir haben den so eingestellt, dass die 150 Minuten das Minimalziel ist, da ist man im orangenen Bereich und alles über 150 Minuten ist dann im grünen Bereich. Das soll so sein, denn wir wollen es schaffen, dass wirklich jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin diese 150 Minuten in der Woche schafft. Links sehen Sie visualisiert, wir pflanzen Bäume, dazu ein bisschen später und da paar Eindrücke und du willst uns noch erzählen, was alles möglich ist, sozusagen für die Userinnen. Genau, neben den normalen Aktivitäten erfassen, sei es jetzt eben manuell oder über Sportuhren und Tracker, wie man sie alle kennt, hat Anni eh schon gesagt, Garmin, Polar, Fitbit, Apple Watch und so weiter, kann man natürlich auch noch viel mehr machen. Es wird eben auch dann immer wieder Aufgaben geben, so nach Wochen challenge-mäßig, die man dann eben erfüllen kann, um da eben auch nochmal Verhaltensweisen mit überzuführen. Man kann sich Routinen setzen. Es wird Quizze geben, so Arten Ernährungsquiz und Co., die man dann eben absolvieren kann. Man kann Postings machen, um auch ein bisschen firmenintern sozusagen sich zu motivieren. Dazu gehören auch natürlich Möglichkeiten wie liken und kommentieren, wie man es aus Social Media kennt. Also alles sozusagen, um die interne Community zu beleben und sich gegenseitig sozusagen anzufeuern und zu motivieren, sich ausreichend zu bewegen. Und natürlich kann man sich dann auch noch untereinander challengen. Also da gibt es unsere schönen Catch Me If You Can Challenges, wo man sich 1:1 mit Personen matchen kann. Ganz spannend, da geht es darum, wer macht in den nächsten 72 Stunden mehr Bewegung. Während den 72 Stunden weiß man nicht, wer vorne liegt und am Schluss wird sozusagen aufgelöst für das Ganze. Also auch das wieder sozusagen ein Motivationsaspekt mehr. Und natürlich kann man für sich selber auch Ziele verfolgen und diese dann auch schaffen natürlich. Genau, wunderbar. Und was bei uns ganz wichtig ist, bei uns kann man auch Aktivitäten nachtragen. Das heißt, dabei müssen nicht alle Aktivitäten getrackt sein. Man kann auch sagen, also mein Handy war zu Hause und ich war jetzt eine Stunde im Wald spazieren. Auch das kann man nachtragen. Das ist bei anderen Challenges nicht der Fall. Bei uns steht tatsächlich die Gesundheitsförderung im Vordergrund und weniger der Wettbewerb an sich. Vielen Dank, Roman. Wenn es noch Fragen gibt, du bist dann genau. Ist da und da wissen wir ja, dass dieser Fragebereich immer sehr gut genutzt wird und da werden wir dich wieder brauchen. Dankeschön. So, wir gehen weiter.
Ja, Teilnahmegebühren abhängig von der Kategorie Premium Classic Light habe ich schon erwähnt, brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Was gibt es Neues heuer? Diesen Bewegungsbarometer habe ich Ihnen schon gesagt, auf den wollen wir heuer ganz besonders den Fokus legen. Es gibt auch heuer die Möglichkeit der Teilnahme außerhalb der Konkurrenz. Was heißt das? Das heißt, wenn eine Firma nicht will, dass man in einem Wettbewerb mit anderen Unternehmen tritt, ist auch die Möglichkeit, dass man einfach das Ganze nur intern nutzt, die Firma-Challenge intern nutzt und dann schaltet man in keinem Ranking auf. In dem Zusammenhang darf ich auch sagen, die App ist datenschutzkonform, die MoveEffect-App erfüllt alle Kriterien, was das betrifft. Und es gibt auch die Möglichkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, für ihre Kolleginnen, anonym teilzunehmen. Das heißt, wenn sie nicht wissen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Daten, wie viel sie sich bewegen, ersichtbar sind, dann kann man hier einen Alias wählen und anonym teilnehmen, aber trotzdem teilnehmen und Teil des Teams sein. Umweltschutz und kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten sind die nächsten Punkte. Umweltschutz. Das Konzept der Firmenchallenge Österreich ist bereits Footprint vermindern, weil wir dazu auffordern, vermehrt kurze Wege zu Fuß zu gehen. Da haben wir auch schon empirische Daten dazu, dass wir dass Wege zur Arbeit und wieder nach Hause mit dem Fahrrad genutzt werden, etc. etc. Vielleicht sogar mit den öffentlichen Mitteln, öffentlichen Verkehrsmitteln und da vielleicht schon einmal statt mit einem Auto in eine gewisse Kontemplation zu kommen und sich auf die vorzubereiten, auf die Arbeit etc. Auch das vermindert ja schon den Footprint. Und darüber hinaus, genau, das Thema Ernährung ist noch wichtig in dem Zusammenhang. Die bessere, die gesündere Ernährung, die ist eher regional, die ist eher fleischlos. Auch da vermindern wir bereits den Footprint. Und darüber hinaus pflanzen wir noch Bäume. Jede Firmenanmeldung ist ein Baum, den wir pflanzen. Und je 1000 Bewegungsminuten, die bewegt werden, ergibt auch eine Baumpflanzung und wir haben heuer vor, 10.000 Bäume zu pflanzen. Das ist ein CO2-Äquivalent von 500 Mal Wien Paris. Also das ist unser hehres Ziel und gemeinsam schaffen wir das. Und wir finden es eine ganz tolle Geschichte, Bewegung und die Umwelt, die Gesundheit und die Umwelt, zwei ganz wichtige Themen miteinander zu vereinen und es ist so einfach. Kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben gemeinsam mit der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Wien mit den Lebensberaterinnen ein sehr tolles Fortbildungsprogramm entwickelt, den Benefit Ich Manager. Ich darf dazu gleich den Haris Janisch an Bord holen. Haris, bist du da? Ja, ich bin da. Wunderbar. Hallo Haris, du bewegst dich in der freien Natur. Wunderbar. Ja. Sammelst jetzt schon Bewegungsminuten. Erst ab 1. Oktober werden die gezählt. Das weiß ich. Man erwischt mich jetzt auch mitten in meinem Naturressort in der Weststeiermark, wo ich herkomme. Und da ist natürlich schon angenehm, daran zu denken, dass Bewegung wirklich stärkt, Natur wirklich Kraft gibt. Und ich freue mich, euch zu begrüßen. Harald, du bist als Co-Initiator was den Benefit Ich Manager betrifft, nicht nur, ich fange noch einmal an, du bist als Co-Initiator nicht nur für die Firmen-Challenge an sich mitverantwortlich, sondern auch für den Benefit Ich Manager. Und da haben wir etwas gemacht, was es so ja noch nicht gibt, nämlich ein sehr niederschwelliges Angebot, das jeder machen kann mit einem Zertifikat der Fachgruppe der Wirtschaftskammer Wien. Um sich in den Bereichen Ernährung, Bewegung und mentale Fitness zu bilden. Kannst du kurz was darüber sagen? Ja, es wurde schon sehr viel erwähnt und ich finde auch den Zugang über Bewegung unwahrscheinlich gut und auch das Verständnis, dass Gesundheit in der Firma ein essentielles Gut ist. Denn jede Firma ist dann gesund, wenn die Mitarbeiter so weit wie möglich gesund sind. Und wir wissen, es ist nicht einfach, die Menschen dazu zu bewegen. Es gibt in Zeiten wie diesen eine unwahrscheinliche
Stressorenflut, die viele Mitarbeiter genauso in ihren Lebensrollen wirklich belasten. Und aber das Schöne ist, in Zeiten wie diesen, auch die Forschung geht weiter. Und so haben wir eigentlich mit dem Lebensrollenmanagement hier auch einen Ansatz gewählt, wo es darum geht, über Bewegung als Eingangstor auch die eigene Ernährung zu reflektieren, aber auch die eigene soziale Gesundheit zu reflektieren. Und wie schon sehr viel erwähnt wurde, wie wissenschaftlich die 50 Tage sind, das ist ja genau, was die Sportwissenschaft auch seit Jahrzehnten versucht zu verkünden. In so 6 oder 7 Wochen kann es geschehen, wenn man dranbleibt, dass man sich wirklich hier auch ganz bewusst in einer Art und Weise in den Lebensräumen andere Lebensgewohnheiten aneignet und damit auch mehr und mehr, Schritt für Schritt, auch zu mehr Kraft, zu mehr Resilienz kommt. Und wir wissen aber, dass es nicht nur darum geht, es zu tun, es hängt stark zusammen, auch zu verstehen, was ich tue. Denn eines können wir auch beobachten, wenn wir Menschen erkennen, wie wir in unserem Körper funktionieren, wie das Essen funktioniert in der Verdauung, welche gesunde Substanzen, welche Kraft liefern, Brain Food etc. Und wenn wir merken, wie auch durch Bewegung sich die Selbstheilungskompetenz des Organismus verstärkt, dann ist das ein wahnsinniger Fortschritt, den wir auch untermauern mit Bildung, mit Wissen, mit dem, dass wir die Kompetenz über sich selbst auch erhöhen helfen. Und dazu haben wir gesagt, es gehört eigentlich eine Schulung dazu, damit man auch versteht, was man tut. Ich nehme ein Beispiel. Wenn ich verstehe, zum Beispiel wie Bluthochdruck durch die sanfte Dosis an heilsamer Konditionsbewegung in einer Art und Weise über die Zeit verschwindet und das Medikament nicht mehr genommen werden muss, weil der Körper durch diese neue Erfahrung so umgeht, dass praktisch die Kapillarbildung und das Herzminutenvolumen wieder sozusagen verbessert wird durch eine konstante, über längeren Zeitraum nachhaltige Bewegungsdosis, dann ist das eine, die ich durch diese Ausbildungen auch bekomme. Wir wollen nämlich allen Aktiven helfen, sich so gut zu verstehen, wie die moderne Sportwissenschaft, Ernährungswissenschaft und psychologische Wissenschaft mittlerweile auch vieles besser erklären kann als jemals zuvor. Und dazu haben wir dieses Modul geschaffen, wo wir auch über Zoom, wo wir diese Schulungen auch am Anfang als Goodie in dem Ausbildungskonzept immer tiefer und tiefer hineinwirken wollen. Ich hoffe, ihr habt das soweit verständlich erklärt. Vielen Dank, Haris. Sag danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast bist ja gerade deine Kurse gerade in deiner Westschweinmark, wie du schon eingangs erwähnt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich darf ganz kurz sagen, was der Benefit Ich Manager noch ist. Es ist nämlich ein rein digitaler Kurs. 3 Kurse. 50 Minuten, ein Kurs zum Thema Ernährung, einer zur Bewegung, Sport und einer zu mentaler Fitness am Arbeitsplatz mit Fokus Arbeitsplatz, mit wirklich wertvollen Tipps und Tricks, die praxistauglich sind, die die Lebensberaterinnen hier entwickelt haben. Danach gibt es einen Single- oder Multiple-Choice-Test, den man machen kann, sehr niederschwellig, einfache Fragen, wo man das auch noch ein bisschen reviewen kann, was man gelernt hat. Und dann, wenn man das gemacht hat, kriegt man ein Zertifikat, das man sich auch in den Lebenslauf geben kann. Denn wir glauben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das machen, die sich über ihre Leistungsfähigkeit, über Resilienz bewusst sind, dass die auch sehr gute und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Der Benefit Ich Manager kostenlos während der Firmen-Challenge Österreich für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Dann haben wir noch entwickelt BGM Intro und BGM Advanced, betriebliches Gesundheitsmanagement Intro. Da ist unser Ansatz der, dass wir den vielen Unternehmen, sehr viele KMUs natürlich, die BGM noch nicht haben, die können hier ein Certificate sich erarbeiten. Das ist ein Impulsvertrag und 3 Workshops à 30 Minuten, wo man eine Basiszertifizierung bekommt zum Thema BGM, wo man danach aber weiß, was ist BGM, was kann BGM und
welche Bereiche oder was ist interessant für mein Unternehmen hier einzuführen. Und wenn wir es schaffen, hier doch einige Unternehmen zu finden, die dann BGM einführen, die dann darauf wieder betriebliche Gesundheitsfördermaßnahmen einführen, da haben wir einen weiteren Impact geschaffen für die Gesundheit in Österreich. Und BGM Advanced ist so ein bisschen das Angebot für die Firmen, die BGM schon installiert haben und die hier in die Interaktion gehen können mit den Expertinnen, was es Neues gibt und welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gegebenenfalls noch vorhanden sind, auch kostenlos während der Firmen-Challenge Österreich. So, jetzt gehen wir weiter. Heuer auch neu. Wir haben zusätzlich zu den Bewegungsminuten sammeln, unserem Kursplan, Online-Fitnessstudio und so weiter, noch für jede Woche, 50 Tage sind 7 Wochen, für jede Woche noch ein Thema herausgenommen, um hier zu diesen Themen noch einmal einen Impact zu schaffen. Zum Beispiel eine Woche Zuckerverzicht, das ist eine Wochen-Challenge, eine Woche gesunder Schlaf, eine Woche gesundes Wasser, also ausreichend Wasser und so weiter trinken. Es fängt immer mit einem Kickoff Motivations- und Fachvortrag an und dann gibt es täglich Tipps und Tricks, um durchzuhalten. Und das kann man dann in der Move Effect App auch abhackeln. Und wir haben auch noch vor, zu jeder Wochenchallenge einen Test zu machen, wo man sein Wissen, was man in dieser Woche erlernt hat, dann auch noch abtesten kann. Wenn man das schafft, kriegt man noch Zusatzpunkte etc. etc. Das soll auch nochmal helfen auf der kognitiven Ebene, aber dann auch in der Praxis dementsprechend diese einzelnen Themen für die Gesundheit, für die eigene Gesundheit zu machen. Jetzt habe ich den Hanno Lipic, den sehe ich nämlich auch schon, dabei. Der Hanno ist der CEO von Eversports und Eversports hat auch ein Geschenk für alle Firmen, die sich anmelden. Aber das erklärt er am besten selber. Hanno, bitte kannst du dich kurz einmal, oder kannst du dein Unternehmen kurz vorstellen, dich habe ich schon vorgestellt, und was du Gutes für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Firmen-Challenge machst. Ja, hallo zusammen. Danke, Andreas, für die Einladung. Und kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Hanno Lipic. Ich bin einer der Gründer von Eversports. Wir haben mit Eversports die größte Sportbuchungsplattform Europas und auch Österreichs geschaffen. Über 3000 Studios und 500 Ballsportanlagen mit über 2000 Plätzen sind auf der Plattform vorhanden. An die 1 Million Sportler buchen auf Eversports ihren Sport und an die 8500 Aktivitäten gibt es auf der Plattform. Und wir sind natürlich, vielleicht noch einmal kurz zurück, Andreas, wir sind natürlich ein sehr stolzer Partner von der Firmen-Challenge, weil ich glaube, dass wir genau das gleiche Ziel verfolgen, nämlich möglichst viele Mitarbeiter sportlich aktiv zu bekommen. Und unsere Vision Make Sports Happen versuchen wir genau mit dieser Plattform, auf der wir Sportler und Sportanbieter zusammenführen, sozusagen unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt ein wenig sportlicher wird. Was wir mit Eversports im Corporate Sports Bereich geschafft haben, ist, dass wir versuchen, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeiter zum Sport zu bewegen. Wir haben für alle, die an der Firmen-Challenge teilnehmen, ein kleines Geschenk. Das ist erstens der Zugang zu einem vergünstigten Sportangebot. Viele unserer Partner stellen für Corporate-Teilnehmer günstigere Preise ein. Und zusätzlich wird von Eversports für eine ausgewählte Anzahl an Mitarbeitern noch ein gratis Budget bereitgestellt, das für den Sport genutzt werden kann und dementsprechend auch in die Challenge einzahlen wird, wenn es dann im Move-Effekt dementsprechend getrackt wird. Die Schritte sind sehr einfach. Man registriert sich, da wird jedes Unternehmen einen eigenen Link bekommen, wo das automatisch, wenn man auf den Link klickt, der Mitarbeiter diesen Unternehmen zugeordnet wird und dementsprechend auch ein gewisses Budget erhält. Und dann sieht man einen kleinen Screenshot, wie das für Wien ausschaut, wo über 300 oder 250 bis 300 buchbare Studios, Sportstätten und Tennisanlagen, Paddelanlagen und weiter zu buchen sind. Da sind wir sehr froh darüber, dass wir euch gewinnen konnten als Partner, denn es geht ja darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Bewegungsminuten sammeln und das natürlich auch bei einer Sportart, die sie vielleicht erst finden müssen.
Ja, und da bietet ihr ja wahnsinnig viel. Und hier gibt es ein gewisses Gratisbudget, das ihr zur Verfügung stellt den Firmen, und die können das dann intern verlosen oder vergeben, was auch immer. Das ist dann Sache der BGF-Verantwortlichen intern. Und mit dem Ziel, dass doch wieder viele dazu finden, ihre Lieblingssportart ausüben zu können oder auch zu finden und dann eine neue Habit nachhaltig etablieren können, um hier wieder der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und da sage ich danke für die kurze Vorstellung. Hast du noch ein Schlusswort? Nein, ich glaube, du hast das super zusammengefasst. Also ich glaube, über 400 verschiedene Sportaktivitäten gibt es. Das heißt, wir hoffen, dass für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin das Richtige dabei ist, von Yoga bis zum Fußball und Tennis ist alles dabei. Und wenn wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten können, freut uns das. Und alle, die mitmachen, werden ein Goodie von uns bekommen. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Hanno. Und jetzt darf ich Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Ich gehe hier bei mir, entteile ich einmal und gehe auf den Chat-Button. Sie können gerne, wenn Sie Fragen haben, einfach Ihr Mikrofon aufmachen, gerne auch das Video oder einfach die Chat-Funktion nutzen und uns Fragen zu stellen. Alle Protagonisten sind noch online und beantworten gerne Ihre Fragen. Gibt es welche? Kann auch sein, dass wir so ausführlich waren, dass es keine Fragen gibt. Was wir auf alle Fälle tun, ist, wir werden wie immer, das, wie gesagt, wir machen eine monatliche Programmpräsentation. Im September ist die nächste. Jetzt sagt mir die Kollegin, ruft mir rein, wann die nächste ist. Sie schaut gerade am Handy nach, am 8. September, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl, 8. September, 14.30 Uhr wird die nächste Programmpräsentation sein. Und die bisherigen Programmpräsentationen haben wir immer unter ein bisschen anderen Schwerpunkten gesetzt. Und der Core, also was ist die Female Challenge, macht die Female Challenge, haben wir immer gleich gelassen natürlich. Und wir nehmen das Ganze hier auf. Das Ganze wird dementsprechend aufbereitet. Wir schneiden das zusammen in die verschiedenen Themen und stellen es Ihnen auch online, on demand zur Verfügung zum Nachlesen, zum Nachschauen. Und jetzt habe ich schon eine Frage von der Jana. Welche Online-Kurse gibt es in etwa beim Benefit Ich Manager und wie häufig werden Kurse angeboten? Naja, das habe ich kurz erwähnt. Der Ich Manager 1, das ist der Kurs mit den mit drei 50-minütigen Kursen. Ein 50-minütiger Kurs, ein Video zum Thema Ernährung, eins zur Bewegung und eins zu mentaler Fitness im Praxis-Arbeitsfokus. Und danach gibt es diesen Multiple-Choice-Test. Das ist dieser Kurs. Da gibt es den BGF Intro und BGF Advanced. Das sind Kurse mit Zertifikat, mit, wie gesagt, also mit einem Lebenslauf geben kann. Sonst gibt es viele Live-Q&As, Motivationsvorträge, ein Online-Fitnessstudio, Ernährungsworkshops etc. etc. Ja, hier geben wir im Laufe des September einen Kursplan, stellen wir online und da können Sie dann auch sehen, an welchem Tag. Es gibt jeden Tag ein paar Kurse, an welchem Tag welche Kurse on demand oder live sind. Die Gerlinde Petz fragt, ich habe unser Unternehmen heute angemeldet. Super gemacht, Dankeschön. Wie kann ich das Onboarding der Mitarbeiter organisieren? Zum Beispiel QR-Code für Plakate etc. Hier habe ich heute auch erwähnt, haben wir einen im Online-Bereich einen Download-Bereich. Wenn Sie dort etwas nicht finden, das Sie gerne hätten, hier kommen nach und nach doch Plakate dazu, hier sind Textvorlagen dabei, dann kommen Sie einfach auf uns zu, service@sports-selection.at, schreiben uns und Sie bekommen alles, was Sie brauchen. Dann habe ich eine Frage. Wenn jemand nur im Büro herumspaziert, beziehungsweise in großen Firmen, wurden in den vorigen Challenges auch diese Minuten als Bewegung gezählt. Das finde ich leider nicht gut.
Naja, Spazieren gehört nicht dazu. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie gesagt, Bewegungsminuten zu sammeln. Entweder getrackte Bewegungsformen, die automatisch aufgenommen werden. Ich sage jetzt mal Adidas Running, oder das alte Runtastic, Polaruhr, was auch immer. Oder die Move-Effekt ist so gestaltet, wenn man sich tatsächlich bewegt und nicht spaziert, da im Büro herumgeht, dann ist wirklich bewegt, dann erkennt das die App und trackt dann automatisch. Wenn man die App dann aufmacht, wird man gefragt, ob diese Bewegungsaktivitäten integriert werden soll auf das Bewegungskonto, ja oder nein. Aber normales Spazierengehen gehört eigentlich nicht dazu und sollte auch nicht drin sein. Dann fragt, die Kollegin hat hineingeschrieben, QR-Code für die Mitarbeiteranmeldung ist eine gute Idee, das werden wir in jedem Fall einrichten. Danke für den Input. Ja, so sind wir. Wir lernen immer dazu. So, gibt es noch Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Ja. Maria Sobotka von Verbund. Ja. Wir sind bestimmte Runde von Move-Effekt mit Verbund. Ja. Und meine Frage stellt sich prinzipiell nach dem Preis, den wir als Verbund zahlen würden, um bei der Firmen-Challenge mitzumachen. Ja. Prinzipiell finde ich die Firmen-Challenge eine gute Idee. Wir haben parallel im Konzern vier Challenges laufen, also in jeder Jahreszeit eine. Eine fünfte wäre okay, aber natürlich ist das eine Preisfrage. Ja, da darf ich Sie bitten, da hat Ihr Partner, also MoveEffect ist bereits Ihr Partner. Das heißt, MoveEffect ist bereits die BGF-Software, die Sie für die betriebliche Gesundheitsmanagement, das betriebliche Gesundheitsmanagement verwenden beim Verbund. Da hat Ihr Partner MoveEffect einen eigenen Tarif für Sie, für die Firmen-Challenge. Ja? Das da kann ich Ihnen so bekannt machen. Ich würde das gleich gern, wenn der Roman noch online ist. Ja, das kann er dann bilateral sehr gerne machen. Oder Roland, willst du es gleich machen? Also, na, Maria, ich oder die Anni meldet sich bei dir. Okay, passt super. Danke. Sehr gerne. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, vielleicht, wenn das jetzt aufgetaucht ist. MoveEffect, unser technischer Partner, hat natürlich auch Kunden, die hier auch mitmachen. Und da gibt es auch eine Challenge-Funktion. Und dementsprechend hat darauf diese Frage abgezielt. Ich sehe den Oliver Stamm, auch eine Sportlegende, der erste Beachvolleyballer, den Österreich hervorgebracht hat. Servus, Oliver. Servus, Andi. Grüß dich. Ich überbrücke die Zeit, falls noch Fragen kommen oder sich jemand Fragen überlegt. Wie geht's dir? Na, ich kann gar nicht klagen. Danke vielmals. Danke. Sommer ist sowieso meine beste Zeit. Ja, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um diese Happy Habit Changes zu starten, weil da kommt das Wetter nicht als Ausrede. Da geht es für jeden. Wir starten am 1. Oktober. Ja, das ist sozusagen die Phase bis 1. Oktober. Ne? Aber im Grunde, das Mindframe setzt man sich jetzt, dass man gewillt ist, sich seine Habits zu ändern und ein paar Veränderungen zu setzen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, das frühzeitig die Bereitschaft einmal zu signalisieren. Als ehemaliger Spitzensportler hast du ja diesen Mindset, aber als ehemaliger Spitzensportler ist man auch nicht davor gefeit, vielleicht auch mal schlechte Gewohnheiten zu entwickeln. Wie geht's dir dabei? Phasen, wo die Dinge wirklich leicht von der Hand gehen und die Phasen, wo wir ein bisschen kämpfen und zaudern oder Sachen in Frage stellen oder Sachen oder spüren, dass wir was ändern müssen. Nicht? Das kommt ja oft sehr intrinsisch. Und da greift man dann natürlich, so wie es der Pierre Straubinger gesagt hat,
sehr schnell einmal zur falschen Ernährung, nicht? Also Zucker ist leider immer wieder so ein Ding. Ich glaube, eine dieser Habits, die man hat, die jeder irgendwo hat, wenn es einmal nicht gut läuft, zum Zucker greift man. Und das ist meistens fatal. Der erste Griff dazu führt zum zweiten und zum dritten Griff. Die Disziplinierung, die müssen wir alle aufbringen und auch wir müssen uns mitunter am Ohr nehmen und sagen, so, jetzt reiß dich zusammen, du weißt eh genau, wie es gehört oder du hast eine ziemlich klare Vorstellung, wie es gehört, dann tu es gefälligst, tun muss man es halt einfach. Tun, und das ist ja das Thema, deswegen gibt es auch die fünf, wir alle, also ich gehe davon aus, dass die meisten Erwachsenen schon mal gehört haben in der Schule oder dann, was einem gut tut, was einem weniger gut tut, aber man kommt halt in diese Routinen hinein, die nicht so gut tun oder wenn es einem nicht gut geht, etc., etc. Und dann sind solche, die 50 Tage, der 50 Tage Gesundheitsimpuls natürlich auch ein gutes Mittel, sich einfach anzuhängen und das zu nutzen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, etc. Eines habe ich noch nicht gesagt und ich sehe, dass es keine weiteren Fragen gibt und da will ich jetzt gerne abschließen. Denn es gibt auch noch die Krone Active Community, Krone-Zeitung, auch einer unserer Partner. Bei der Krone Active Community kann man auch mitmachen. Das heißt, die Krone-Zeitung ist eine eigene Firma bei der Firmen-Challenge und da kann man sich dort auch onboarden etc. Dazu wird es dann in den nächsten Tage auch Informationen auf unserer Webseite geben. In diesem Sinne, wenn es keine weiteren Fragen gibt, sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns einfach anzurufen. Die Kollegin schreibt das in den Chat hinein unter unserer Telefonnummer. Die ist 438-0093 oder unter unserer E-Mail service@sports-selection.at. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns spätestens am 1. Oktober, wenn es heißt, Bewegungsminuten zu sammeln. Alles Gute, auf Wiedersehen.